Kein anderes Land hat mit einem Vollgeldsystem experimentiert. Nun soll die Schweiz als Versuchskaninchen missbraucht werden. Richtig ist, Vollgeld ist Schweizer Franken, also Geld der Nationalbank. Das ist wirklich nichts Neues. Münzen und Banknoten sind Vollgeld. Sogar das Buchgeld, das die Banken untereinander verwenden, ist Vollgeld. Nur wir Bürgerinnen und Bürger sind auf das selbstgemachte elektronische Geld der privaten Banken angewiesen. Das Geld der Nationalbank wurde in den letzten Jahrzehnten immer mehr vom privaten Bankengeld zurückgedrängt. Mit der Vollgeldinitiative geht es um den Erhalt des Schweizer Frankens, um den Erhalt unserer staatlichen Währung. Das Experiment findet heute statt. Minuszins, Geldschwemme, Verschuldungswahn, Regulierungstsunami. Stopp mit Experimenten. Zurück zum Vollgeld.